Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein bisschen meinen Sanalani-Troll weiterleveln. Mittlerweile ist der schon auf 29 und wir sind gerade hier noch ein bisschen im Brachland mit einer kleinen Gruppe unterwegs. Wollen jetzt aber dann auch ein paar Dungeons laufen, denn das mit dem Questen geht nicht so ganz gut von der Hand, da man leider öfter die Problematik hat, dass man ja Sammelquests hat, wo dann nicht jeder looten kann und naja. Ist anscheinend eher so ein bisschen der Solo-Content, das Questen. Und deswegen machen wir ein bisschen was von beiden, wenn jetzt noch ein paar Instanzen auch rennen und mal gucken, ob wir da einen Ticken schneller durchkommen. Ich versuche aber halt nebenbei das Gebiet noch durchzukriegen, denn ich will ja auch meine Quest-Achievements irgendwann mal auf der Horde fertig bekommen. Und dann dachte ich mir, komm, mit dem Char, den ich leveln will, kriegt man da vielleicht das nebenbei noch so ein bisschen fertig. So. Das haben wir. Dann müssen wir mit dem jetzt zurücklaufen. Ich glaube, dass vielleicht jetzt der Questgeber wieder spawnen könnte, ne? Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Ich stehe gerade vor dem, der ist da. Der ist wieder da. Okay, dann wird ihn Ja. wahrscheinlich an Allianz Lom geboxt haben, ne? Dass er deswegen nicht da war. Oder Wenn das mich ist eine vor. Begleitquest und jemand anderes, ein anderer Hotler, hat den schon gemacht und so lange der Ach, den das. begleitet, spawnt er nicht nochmal. Ach, das ist eine Begleitung. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, dass du die nicht abgibst, bis wir da Ja, ich sind. stehe da gerade davor. Okay, wunderbar. Wunderbar. Begleitquest, naja, deswegen war der nicht da. Ich mu muss sagen, also hier vor allem im Brachland, das Questdesign, vor allem auf Gruppen zugeschnitten, ist nicht das Beste, ne? Weil du ständig halt irgendwo ausgebremst wirst. Jo! Es ist schön, dass Oh, ich Stufe helfen 30. konnte. Also das bin ich echt nicht mehr weit hinterher. Redet mit mir. Zeit ist Geld. 13% habe ich jetzt. Ah, ich konnte jetzt nicht annehmen. Könnt ihr die teilen? Was Nee, liegt ich habe auch keine an? Quest angenommen. Wir müssen jetzt erstmal hier noch. Oder? Hä? Irgendeiner hat angenommen und die hat sich geteilt mit mir. Nützt ihn. Ich habe die Quest. Anscheinend hat mein Addons automatisch angenommen, als ich ihn angeklickt habe. Kann ich die teilen? Nee, die kann ich nicht teilen. Das ist jetzt blöd. Aber abgegeben hast du sie, oder wie? Warum hat sie dann Der hat ein ewig. Ausrufezeichen über sich, aber ich habe jetzt kein neues Quest. Ich habe kein Hm, Ziel. das ist jetzt echt Fluchtwünsche. blöd. Die Quest. Ich muss erstmal was anvisieren. Na, Also solange machen. du sie hast, ist ja okay. Du brauchst den Erfolg nicht. Ich. Du brauchst, ja, Ich brauche die, ein die nicht Ziel. braucht. Ich mu muss halt irgendwann mal diesen ganzen Kack da durchleveln, ne? Das ist das Problem. Wie bist Ich du habe denn kein schon Ziel. 33? Achso, du warst nicht 20 am Anfang, ne? Ich war 24. Ich hatte ein, zwei Inis Redet mal mit mir. getestet mit dem Chami. Na, siehst du, bist du eh ein bisschen voraus. Eins. Ja, wollte gerade sagen, ne? Ich habe eh keinen Kräuterkunde. Sieht schlecht aus. Da kann ich eh nichts machen. 900 Experience ohne Blauleiste. Guten Tag, Ja, ist echt viel, ne? werter Also du solltest Herr das eigentlich schon mal oder werte mitnehmen. Dame. Ich brauche ein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Jo! Ich brauche ein Ziel. Mal gucken, also das hier müsste noch ein Spot sein, ne? Das eine Lager, wo wir jetzt gerade oben sind. Ich frage mich, wo der letzte dann ist, weil dann waren wir eigentlich so gut wie überall, außer da ganz hinten in den Bergen, da waren wir noch nicht. Ich glaube, solange du nicht halt Ich habe kein in so Ziel. Questlöchern stecken bleibst, ne? Mit Sammelquests, ist das eigentlich vollkommen in Ordnung, das Questen. Ich Aber muss ich. erst mal was Meine fast, anvisieren. dass du dann, wenn du es vielleicht nur mit 1-2-Leuten machst, dass du dann wahrscheinlich schneller durch bist tatsächlich. So, jetzt sind wir ins Lager zurück. Was die mal vielleicht noch einführen sollten, dass du die Pfeife auch im Low-Level einsetzen kannst, weißt du? Auch mit so 5 Minuten, das würde ja passen. Und dass du es aber nicht kriegst, wenn du normal levelst, sondern dass du das halt auch als Erbstück bekommst, wenn du irgendeinen Erfolg auf Max-Level freigeschaltet oder wenn, sagen wir es mal, du hast ein, zwei Chars auf Max-Level gespielt, dass du dann die Pfeife für Zwings kriegst. Das würde ich ganz gut finden. Weil, im Endeffekt gibt es ja keinen spielerischen Mehrwert, zurück in den Lager ewig zu hatschen, ne? Also da würde ich es ganz cool finden, wenn man die Zeit vielleicht ein bisschen verkürzt. Weil sie ja auch schon jetzt am Überlegen sind, ob sie wieder Ich bin zurückgehen, froh, dass ich euch dass sie die helfen kann. Levelzeit ein bisschen kürzer machen, auch mit Level Also Squish grüßt und euch, sowas, wo ich können jetzt ehrlich Sie. gesagt kein Fan von bin. Ihr seid also ein Aber großes so Tier. solche Geschichten wären vielleicht ganz sinnig. Noch irgendwo eine Quest?
Meine Karte sieht jetzt ziemlich leer aus. Ich hab hier einen. Ach, da, okay, wer war im toten Winkel? Ah, jo. Abgeschlossen. Jetzt müssen wir dahinter, okay. Ein Flugpunkt vielleicht? Ja, was wollt ihr? Yep, da gibt's einen Flugpunkt. Ja, ist ganz in der Nähe. Aber ich habe jetzt immer noch nicht, also ich habe immer noch zwei Punkte vom Brachland offen, ne? Den Außenposten habe ich immer noch offen und diese Inspiration und Hoffnung. Immer noch zwei Sachen. Oh, ich habe vergessen, den Timer anzumachen, sehe ich gerade. Nö, zwei Stunden spiele ich schon jetzt mit dem Char, ne? Gut, die erste Episode, die ich gemacht habe, habe ich die erste halbe Stunde damit verbracht, den Char zu erstellen, Giskier anzuziehen und sowas. Also, so richtige Spielen ist vielleicht eineinhalb Stunden sowas. Stufe 30 ist jetzt nicht so nice dafür, aber naja. Wir hatten einige Hindernisse, sagen wir es mal so. Ach, kommt man da als Hortler nach Vorsang rein? Interessant. Also die Allianz Warzone kenne ich, ne, aber das vom Ding nicht. Die Quests nehmen wir mal nicht an, weil das sind quasi die Quests, die jetzt nach Dings reinführen, ne. Glaube ich zumindest. Quasi Eschental. Das muss ich zwar auch noch mal irgendwann durchquesten, aber das können wir ja dann machen. Erstmal hier unten. Ich denke, über Instanzen wären wir tatsächlich ein Ticken schneller gewesen, vor allem wenn wir solche Geschichten machen wie Verlies, ne? Das geht natürlich ganz gut ab. So quasi ein Level for free im Verlies in 2 Minuten oder so. Was liegt an? Schön, dass ich helfen konnte. Was braucht ihr? So. Wie sieht's denn bei euch beiden aus? Habt ihr die Tränke zusammen? Sie, ja. Ich kämpfe gerade irgendwie mit fehlenden Flugmeistern. Oh ja, okay, alles klar. Könnt euch Zeit lassen, solange machen wir halt hier noch diese Dings der Bumster-Mobs. Im blöden Brachland. Ja, nach 2 Relogs bin ich jetzt zumindest schon mal beim Hafen in Zandala angekommen. Die Horde hat's echt beschissen, hast die Allianz da, ne? Das ist teilweise ein bisschen nervig. Schießt den ganzen Abend mit dem Char. Ja, ich werde jetzt den restlichen Abend den Char jetzt ein bisschen leveln. Das ist jetzt so das nächste, quasi das nächste Level-Projekt, das ich mache. Die anderen Sachen habe ich ja die Woche schon fertig gemacht, wisst ihr? Hier im Plus war ich schon. Insel Cap habe ich gespielt. Den ersten Mythic-Boss habe ich mit dem einen Char gemacht. Das Einzige, was ich jetzt nur machen müsste, ist mit dem Ali-Char vielleicht nochmal irgendwie Dings gucken hier. HC, BOD-Dings da. Mal gucken. Das ist das Letzte, was so noch auf der Agenda steht. Halt, da hinten haben wir noch einen Mob. Ich brauche ein Ziel. So, ich wollte mir ja nochmal was skillen. Was haben wir denn hier? Aufladungen. Oh, nehmen wir das mit. Bisschen mehr fürs Richturteil. Ah, perfekt, du hast die Quest fertig gemacht. So, abgeben. Ah, ich schätze, dass das letzte Ding hier oben ist. Vielleicht ist da der Außenposten. Machst du auch einen Zandalari Druid? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich mache von jedem verbündeten Volk immer nur einen, weil es langsam auf das hinausläuft, dass meine Char-Slots ein bisschen eng werden, ne? Ich glaube, auf meinem ersten Account habe ich jetzt noch 6 Slots und auf dem zweiten sind es noch um die 10, ne? Aber es kommen wahrscheinlich noch verbündete Völker und da muss ich mal gucken. Deswegen, ja. Nicht, dass ich dann den Char, den ich mühsam hochgelevelt habe, löschen müsste. Das wäre mir schon ein wenig arg dann. Halt, warte mal, haben wir jetzt? Achso, wir müssen mit einem sprechen hier. Ja, was wollt ihr? Spuckt es aus! Ach, die portet einen. Nice. Was geht ab? Das ist nice. Schnell, schnell! Das ist mal Luxus hier, dass du hingeportet wirst, ne?
Aber das ist der Außenposten hier, oder? Also wenn wir das hier fertig haben, dann brauchen wir bloß noch diese Inspiration und Hoffnung. Das wäre dann das Letzte. Ich hoffe, das ist dann bloß so die epische Endquest von der Zone. Also ich bin jetzt übrigens Stufe 31. Ah, du auch, okay. Ich dachte mal, ich bin jetzt ein bisschen voraus. Du hast auch zwei Ringe, ne? Bestimmt. Genau, ich habe zwei Ringe. Die habe ich auch, wie ich gerade gesehen habe, beide an zum Glück. Ich habe alles an Account Gear, was geht, ne? Ich glaube, hier war gerade jemand, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Turm hier komplett leer ist. Schaut schlecht aus. Zu weit weg. Ich habe mir ja schon einen Druid quasi beim Dings erstellt. Beim Kultiras Menschen. Und ich spiele zwar gerne Druid, ne? Angreifen. Aber, also, quasi jedes Vollgas Druid will ich mir dann auch nicht hochspielen. Hier in der Höhle sind noch ganz viele. Ah, okay. Hier draußen habe ich jetzt auch noch ein paar gefunden von den Dudes. Ich habe kein Ziel. Ah, der hat eine Seite gedroppt. Perfekt. Zu weit weg. Ich brauche ein Ziel. Was denn machen? Brauchen wir jetzt einfach ein paar Seiten und... Ah, 5 Seiten brauchen wir. Okay, na wunderbar. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, sich die Taschen zu holen, ne? Und das ist immer das Ätzendste, wenn du dann keinen Platz mehr hast und dann mit dem ganzen Zeug weghauen musst. Wobei, jetzt mit dem Dings-Mount geht's eigentlich auch. Ah, schau, da glitzert schon alles. Da glitzert schon alles. Kami macht den Weg frei. So, ich hab auch beides. Mir fehlt nur eine Seite. Ich hab kein Ziel. Jupp, jetzt bin ich auch fertig und wir können zurück. Oder müssen wir sonst noch was sammeln? Ja. Ne, die eine Quest war quasi in den Höhlen. Oh nein, bitte sag nicht, dass die Endquest auch das Dungeon beinhaltet, weil das wäre nervig. Das kommt mir jetzt gerade so. Wenn es blöd läuft, ist quasi der Abschluss, dass du auch die Instanz fertig machen musst. Aber das dürfte eigentlich nicht sein. Hoffe ich zumindest, dass es nicht so ist. Hätten uns ruhig wieder zurück ins Lager porten können, ne? Ja, wenn du 5 Seiten hast, musst du die einfach anklicken. Ich weiß, mir fehlt eine. Weißt du, du hast uns alle Mobs weggekillt, ne? Hast es selber nicht fertig? Ja, gut, wir haben draußen halt die noch gelootet, ne? Während du drin die gemacht hast. Jo. Aber du musst es machen. Was? Seid vorsichtig da draußen! Blaue Schuhe. Habe ich euch nicht schon mal irgendwo gesehen? Ach, halt, nee, das darf ich nicht anziehen, das Schild. Nee, das war jetzt immer noch nicht. Ah, okay, jetzt kommt hier so eine Gesprächsrunde. So, also wir hätten jetzt alles. Wunderbar, dann können wir eigentlich gleich queuen. Wenn ihr Tränke auch habt, passt. Und bloß noch schnell hier so ein Event machen. Wir machen das hier auf meine Art oder wir machen es gar nicht. Was gibt's? Ah, okay. Nun, spuck das aus. Ich glaube, wir müssen hier mit diesem Flugmount, ne? Aber ich kann das nicht anklicken. Bei mir hat sich erst das Event hier gestartet. Ich muss das auch anhören. Jetzt, aber ich habe jetzt keine Quest mehr. Ah, weil du das Event gestartet hast, ist das Ding weg, ne? Ja, den Typen ansprechen wahrscheinlich, der jetzt gerade mit uns quatscht. Das muss wahrscheinlich dann jeder einmal machen. Das ist natürlich blöd. Ah, schau, jetzt ist er wieder da. Ah, jetzt, okay.
Ja, dann macht jeder das Event und dann queue mir einfach ein bisschen Dungeons. Und dann mache ich das halt so nebenbei fertig. Aber das war halt leider immer noch nicht der Abschluss, ne, für den Außenposten. Ich frage mich ja, wo die Rakete uns jetzt hinbringt. Schauen wir mal, wahrscheinlich, wenn ich es dann abgib, dann müssten wir den Abschluss haben und dann ist halt noch irgendwo ein Lager und ich vermute, dass es hier oben irgendwo sein müsste, weil sonst waren wir halt überall. Außer die Instanzquest, ne? Das könnte es halt auch noch sein, dass du die Instanzquest machen musst. Aber ich habe mir bei den Zandalari schon überlegt, ob ich mir zwei Chars mache tatsächlich. Aber wo ich dann durchgezählt habe, dann dachte ich mir, ja, nee, doch lieber nicht. Außerdem ist es halt schon auch immer ein echter Aufwand, ne? Die hochzuspielen. Also das dauert ja doch ein gutes Stück. Der Motor ist abgesoffen, na wunderbar. Na komm, mach's nicht so spannend, lande. Ja, wir können ja schon mal queuen. Müssen bloß hoffen, dass wir ins Ding reinkommen, ne? Dass wir ins Verlies kommen. Mit ganz viel Glück. Perfekt. Das war das vorletzte Ding. Jetzt muss man anscheinend bloß nur an diesem Außenposten die Quest machen. So. Mach gerade auf den Raketen drin. Ja, wenn wir jetzt annehmen, während wir auf der Rakete sind. Ja. Ich glaube, wenn du in der Maschine hockst, dann kommst du nur nicht rein in die Instanz. Also dann bleibst du draußen und musst dann halt manuell quasi rein. Jo. Jo, hast recht. Also ich brauch 5 Sekunden, 10 Sekunden. Seid gegrüßt. Ja, es ist aber eh hier, ne? Die ätzendste Inni überhaupt. Geht bitte. Mit der Erdmutter. Bitte, bitte, bitte. Okay. Verlies wäre ein bisschen schöner gewesen, wenn wir gekommen wären. Ich muss erstmal näher ran. Ja. Kommt da, portet euch dann halt rein, ne, wenn ihr ready seid. Ja, gerade dabei. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich bin zu weit weg. Ich habe mir schon überlegt, ob du es irgendwie hinkriegst, die ganze Zeit Verlies zu triggern, ne? Beim Bollwerk kannst du es ja machen. Da kannst du ja gucken, dass du dir immer einen reinpackst, der 59 ist, ne? Aber im Dings wird es halt schwierig. Wird leider schwierig. Zu weit weg. Ich hab kein Ziel. Wer denn, ne? Ich muss erstmal was anvisieren. Gleich nicht vergessen, die Dinger zu looten, ne? Was ich ganz gern vergesse. Also diese Blumen. Ich brauche ein Ziel. Ach, ich habe ja, stimmt, ich habe ja noch nicht mal eine Heilung, ne? Da geht's ja schon los. Aber du machst es schon, ne, dass du mich heißt. Neuer Trank, ja, oh, wenn danke. Du nicht das... Ja, du hilft nix, ne? Da hinten ist noch ein Mob, komm her. Wo hab ich meinen Trank? Ja, du, wenn ich ihn finden würde, würde ich mir einen neuen Trank rein. Ah, da unten ist er. Das ist noch nicht bereit. Muss ich das mal rausziehen, dann sehe ich es vielleicht ein bisschen besser. Und die Schuppen müssen wir, glaube ich, auch looten. Ja, Boss haben wir immer noch in die Hacken. Das kann ich nicht angreifen. Ich muss erstmal was anvisieren. Naja, das ist... Ja, weil es dir halt auch nicht angezeigt wird, ne? Das ist halt echt blöd. Ich wette was, es gibt bestimmt eine Wiegaura davon.
Aber ich bin nicht so ein Weak-Aura-Fan, muss ich sagen. Immer wenn ich, im Raid für irgendwas Weak-Aura brauche, dann backt es immer ein bisschen rum. Habe ich zumindest so die Empfindung. Deswegen, solange ich es ohne Weak-Aura spielen kann, spiele ich es ohne, weil die meisten Sachen, wo du für eine Weak-Aura hast, kannst du halt auch easy ohne spielen. Hier am Rand kannst du schon mal das Zeug looten. Ich bin zu weit weg. Ach, meins. Zu weit weg. Aber meistens laufe ich halt immer weiter, ne? Und dann lasse ich das Zeug flacken. Ich muss erstmal näher ran. Lass den einfach mitziehen. Den komischen Kodo. Da unten, komm her. Ich muss erstmal näher ran. Ich bin zu weit weg. Hauen rein. Was soll ich reinhauen? Die hauen rein, sag ich. Achso, die hauen rein. Ja, das sind halt Caster, ne? Die müsstest du halt eigentlich interrupten. Aber ich habe leider nur das Schild, wo ich schmeißen kann. Aber besser als nichts, ne? Ich muss mal gucken, wann ich mit dem Interrupt krieg. Mit dem Bär war es halt irgendwie mit, keine Ahnung, Stufe 60 oder 70 oder irgendwas. Ja, gut, hier kriegst du mit 35, das ist in Ordnung. Das sind ein paar Level. Du kriegst halt hier wesentlich mehr EP für die Mobs, ne? Als da draußen. Zu weit weg. Schaut, dass ihr am Anfang das Zeug alles immer mitlootet. Weil ich kann es nicht looten, dann loote ich am Ende des ganzen Mist. Und lauft einfach mit, wir ziehen die ein bisschen mit, die Mobs. Jetzt seid ihr sehr weit auseinander, Tank und Shadow. Mich für einen entscheiden. Ich krieg das selber hin. Wunderbar. Ich brauche ein Ziel. Okay. Loft. Wie hat der eine gesagt? Ich hab dich. Ich hab dich. Und dann lag ich im Dreck so. Ja, nee, eher nicht. Wer war denn das? Ich kann mich so dunkel noch dran erinnern, ja. Einer auf seinem Screen. Das sind so die Heilersprüche, ne? Ja, der Heal war durch und sowas. Das hörst du leider zu oft. Ja, sonst war ich immer DD. Ich dachte, ich probier's mal mit der Heilung. Boah, läuft ja bis jetzt. Im Moment musste ich dich noch nicht ins Target nehmen. Ins Fokus. Wenn ich die Heiler ins Fokus nehme, dann weißt du, dass was falsch läuft. Weil dann will ich mir angucken, was die so machen. Weil Pala-Healer jetzt nicht der mobilste ist. Das Problem ist einfach nur, mit deinem Tempo mitzuhalten. Das ist das Problem. Ja, da muss ich immer gucken. Wenn ich mich selber heilen kann, ist es halt easy. Dann kann ich, wenn Not am Mann ist, mir noch diesen Instant-Heal drücken, ne? Und, aber das habe ich halt schlichtweg noch nicht. Also, wenn ich jetzt halt runterdroppe und keine Heilung kriege, dann sterbe ich halt einfach. Deswegen muss ich selber ein bisschen schauen. Soweit Vorlauf. Ja, aber hier, es geht ja im Moment noch. Bei den Mobs ist ein bisschen kacke, die buggen sonst rum, wenn man da zu früh rüberspringt. Die musst du tatsächlich vorher noch killen. Ja, der Heal war auf jeden Fall durch. Ach ja. Aber das wird halt jetzt erstmal vorerst das letzte Level-Projekt sein, ne? Wenn man es so sieht, weil bis die nächsten verbündeten Völker kommen, dauert es halt noch eine Weile. Weil 8.2 kommt ja keins, ne? Wahrscheinlich dann erst 8.25, schätze ich mal, dass dann die nächsten kommen. Bin ja schon ein bisschen am Spekulieren, ne? Ich glaube ja, Volpira ist ein heißer Kandidat und Mechagnome ist ein heißer Kandidat. Aber mal schauen, was da so kommt. Oder es gibt ja in... Boah, ich vergesse immer, wie die Zone heißt bei den Nagern. Nasjata, so rum. Da soll es ja sowohl von der Horde als auch bei der Allianz zwei neue Fraktionen geben. Wo man übrigens auch ganz schicke Mounts kriegt. Und bei diesen Fraktionen, die würden sich wahrscheinlich auch anbieten, dass man die als verbündetes Volk reinmacht.
Aber mal gucken. Ich tippe ja eher auf Volpira. Mechagnome. Ein Mechagnome wäre eigentlich recht cool, muss ich sagen. Da würde ich mir vielleicht auch mal einen Gnom basteln. Sammelst du denn Traditionsrüstungen auf? Also würdest du dafür dann extra einen hochleveln, wenn jetzt, wie neulich erwähnt, Gnome oder Taure kommt, falls du keinen hast? Würdest du dir einen leveln? Würdig ist aber nicht notwendig, weil ich alles habe. Ich hab jede Rasse einmal auf zumindest, also nur auf Max-Level weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall über 110. Ich habe mir, also ich hatte tatsächlich keinen Gnome gehabt. Hab mir aber, es gab ja diese, wenn du dir die Add-ons kaufst, die Free-Boosts, ne, da habe ich mir einmal einen Gnome hochgeboostet durch, weil ich ja in WoD habe ich Nemesis gesellt, das hat relativ gut Kohle gebracht und da brauchst du ja die ganzen Völker, dass du die ja, bereitstellen kannst zum Killen, ne, und da habe ich mir den Gnome gemacht. Hab aber nie Allianz quasi gesellt, sondern immer nur Horden-Chars. Weil ich da war ich ausgebucht, da habe ich teilweise, weiß ich nicht, was waren das an einem Abend mal, 2,5 Millionen Gold gemacht. Das war irre, was du da an Kohle machen konntest, weil ich da halt immer 40 Leute gleichzeitig das gesellt habe. Du musstest ja bloß die Chars haben und am besten einen zweiten Account, dann ging es relativ easy. Und musstest halt bereit sein, die Leute zu suchen, ne, und so ein Zeug machen. Aber das war richtig gut verdientes Gold, ne, damals noch. Ja, die Zeiten vermisse ich. Im Moment machst du halt über nichts richtig Kohle. Wir können oben den Boss noch mitnehmen. Die Lady, bevor wir rüberrennen. Niemand besteht gegen die Schlangenlords. Die müssen wir auch interrupten für, also gegen die Heilung, die sie wirken. Was hast du denn jetzt gebabbelt? I'm sleep und du bist gedroppt. Ach so, okay. Hier ist die Heilung. Ah, oh, Schild. Ging da durch. Ah. Das ist leider auf Global. Oder was macht denn der Giftsander? Nicht mit mir. Ich muss erstmal was anvisieren. Wart ihr zwei jetzt nur unterwegs gewesen, oder? Ich brauche ein Ziel. Carina? Ja, wir waren heute den ganzen Tag unterwegs eigentlich. Okay. Ich steig nur im Auto von heute früh ab. Ich habe kein Ziel. Und gestern war der mit Sabrina und Johannes unterwegs, oder? Ja, genau. War eine Musical. Und wie war's? Sehr cool. Was habt ihr euch denn angeguckt für ein Musical? Ich hab kein Ziel. Aladdin. Aladdin, okay, ja, nicht schlecht. Es ist sehr zu empfehlen. Wo wart ihr da? Das läuft gerade noch in. Nee, läuft gerade in Stuttgart. Okay, was wart ihr da? Seid ihr da so weit weggefahren? Okay, krass. Ja, ich weiß nicht, ich kann unter Musical, also klar, ich weiß schon, was es ist, aber ich war noch nie in einem, ne? Also ich kann mir da jetzt nicht so viel drunter vorstellen. Ich muss erstmal was anvisieren. Jetzt habe ich wieder die Dinger nicht gelootet, wisst ihr? Das ist doch echt. Ich habe kein Ziel. Dann habe ich denn zwei von fünf. Aber die Sabrina schätze ich schon so ein, dass sie ein Musical-Fan ist. Wir werden euch. Beim Disney, da ist sie ja auch hin und weg. Es war gestern so für sie so ein richtig geiler Traumabend. Das denke ich mir. Ich habe mit ihr mal ein paar Videos angeguckt, ne? Und irgendwann sind wir so auf die Dings gekommen. Da gab es so, weiß ich nicht, irgendwie so diese ganzen Disney-Lieder. Also es gab ein so ein Ding mit Disney-Fragen, da wusste sie auch alles, ne? Da hatte ich gar keine Chance mitzuhalten. Und dann gab es so was mit Disney-Liedern, die konnte ich alles mitsingen, von oben nach unten, ne? Ich kenne zwar so die Melodien, ne? Und so König der Löwen und so, da bin ich auch noch am Start, aber die ganzen Lieder auswendig, ne? Da bin ich weit weg.
Die blüht da richtig auf, wenn sie das hat. Jetzt muss ich echt gucken, dass ich mir die Dinger hole, ne? Diese Blumen. Es wird schon echt knapp hier. Ja, normalerweise sollten genug drin sein. Ich warte auch immer bis zum Schluss, bevor ich anfange, die mir zu holen. Weil ich eher immer mitschaue, dass Carina sie kriegt, weil ich sag, Schatz da. Das Problem ist, wenn sie am Anfang keiner lootet, dann sind tatsächlich zu wenig da und du musst dann wieder rumlaufen, ne? Das ist halt immer die Geschichte. Und ich vergesse es halt oft, weil ich als Tank immer vorlaufe und die Mobs mich halt hitten und ich dann immer schon wieder weiter renne. Und wenn die anderen sie dann auch nicht looten. Normalerweise bin ich ja auch immer als Tank drin, aber dann kann ich immer schön erst Carina koordinieren und sagen, bitte hier, da. Sag mir, wenn du 5 hast, dann kümmere ich mich um meine. So können wir es natürlich auch machen. Aber deswegen ist das für mich jetzt mal was ganz Interessantes, so einfach nur als DD. Du hat auch was als DD mitzulaufen. Ich spiele immer ganz gern Tank, dann kann ich so ein bisschen das Tempo vorgeben, ne, aber... Ja, ich habe jetzt absichtlich hier etwas genommen, wo die Klasse allein schon nicht tanken kann. Sonst komme ich nicht. Achso, dass du mal was... Sonst hätte ich ja gesagt, wir können mal uns auch abwechseln, aber mit dem Priest wird es eher schwierig. Bestimmt hatte ich schon mal probiert. Ging damals mit Mind Control und dem richtigen Ad. Achso, ja. In Classic ging das auch in Instanzen, das weiß ich noch. Ja, so ein versunkener Tempel war da, so ein richtig schönes Ziel für Priester-Tank. Da habe ich auch getankt im versunkenen Tempel. Ich hab's geliebt. Dann haben sie den aber leider ein bisschen kaputt gemacht. Du hast dich ja damals nur extrem geheilt, ne? Für. Ja, du hast für Classic Damage da schon fast ein Level gemacht und das hieß ja schon mal was. Halt, da ist eine Blume, die schnapp ich mir. So, eine brauche ich noch. Na, Classic kommt jetzt auch bald raus, ne? Also quasi das neue aufgelegte. Mal gucken, da sind ja schon einige ziemlich gehypt. Ja, ich muss sagen, ich bin da gar nicht gehypt momentan. Ich auch weniger, ich weil irgendwie... Weiß nicht. Das war damals cool und du machst dir, glaube ich, bloß so die Erinnerung kaputt, wenn du das jetzt nochmal machst. Das ist mit vielen Dingen so. Hab ich ja, so sehe ich es tatsächlich, aber ich bin auch einer, der für Neuerungen sehr offen war und viele sehr gut findet. Auch auf jeden Fall, ne? Wenn du denkst, du hast, also, ne, das Tool kann man ja auch verschreien, ne? Klar, man hat da halt einen Haufen Leute drin mit irgendwelchen Gammlern, aber wenn du dann halt ewig deine Gruppe zusammensuchen musst, bis du loskommst und dann lief dir einer, dann ist halt, ne, dann kommt halt keiner nach, sondern du kannst dann wieder zurück in die Hauptstadt gehen und dann ist da Instanz ran eigentlich gelaufen. Und das hat, solche Sachen sind halt schon praktisch. Ja, oder zwei warten, nee, drei warten vor der Instanz, weil du ja dann die restlichen beiden porten musst. Genau, ja. Aber du musst auf jeden Fall ja dann wieder zurück in die Hauptstadt, in Handelschannel, wieder irgendwen suchen und so. Das ist... Ja, also du hast zwar viel mehr die soziale Komponente drin gehabt in Classic, weil du sie halt einfach gebraucht hast, die soziale Komponente, aber es war halt unpraktisch, ne? Vieles andere auch leider. Ich muss erst mal was anvisieren. Oh, das Reinporten ist doch schneller, oder nicht? Ja, wenn man alle Blumen hätte. Ah, das stimmt. Hab ich jetzt... Ja, irgendwie, ich habe auch noch ein paar übersehen. Deswegen meine ich, das ist immer dieser Worst Case. Ja, aber wo liegen jetzt noch welche? Na, oben bei den Raptoren liegen meistens noch ein paar. Da könnten wir gucken, ja, dass wir dann auch hochgehen. Deswegen meine ich, eigentlich müsst ihr da einmal gucken. Genau, ab nächste Woche wollen sie die Belohnungen von den World Quests ein bisschen anheben. Ja, finde ich jetzt nicht ganz schlecht. Mittlerweile ist der Content eh soweit durch. Und ob du jetzt dann halt 385er Items kriegst, finde ich okay, ne? Ist okay für die World Quest. Geht das ein bisschen höher. Dann kann mein Kollege, der sich scheut, irgendwas zu machen, was Anspruch hat. Also ich habe einen Arbeitskollegen, der halt auch Dings zockt und der will nichts machen, was irgendwo Anspruch hat. Der ist irgendwie 385 equipped oder so. Nein, jetzt tut er mir die Blume weg. Müssen wir drüben noch mehr machen. Und der war aber noch in keiner Instanz. Kein Raid, kein gar nichts. Der macht nur halt World Quests und weiß nicht, was er noch macht.
und halt normale Quests. Ne? Ich habe ihm gesagt, mit 385 kannst du halt schon lange Mythic plus 0 machen, will er aber nicht, weil ihm das zu heiß ist. Ich habe kein Ziel. Kann ich nicht nachverstehen. Ich hab auf ihn eingeredet. Da hast du keine Chance. Mythic plus 0 ist für ihn schon der heilige Gral. Also das ist, scheint schon für die Experten zu sein. So, jetzt können wir uns rein und rausporten. Fuck, jetzt bin ich ja noch absichtlich runtergefallen. Ja, soweit ich das gesehen habe, sollten wir eigentlich auf dem Weg die letzten zwei, die mir fehlen, auch noch kriegen, wenn wir den begleiten. Stimmt, wir laufen ja nochmal um die Ecke. Was führt das müsste hierher? Ausgehen. Friede Nudala. Sei mit euch. Geht in Frieden. Das ist halt immer die Zonk-Instanz, ne? Weil die dauert halt 5 Jahre leider. Die willst du halt eigentlich gerade nicht reinkommen, die Instanz. Weil du kriegst halt für den Instanzabschluss, bekommst du halt immer gleich viel, egal wie lange die Instanz dauert. Und das ist halt das, was am meisten EP bringt. Und dann gibt's halt so Sachen wie ein Verlies, da kannst du halt direkt zum Endboss durchlaufen. Dauert 2 Minuten und hier hockst du halt mal eine Viertelstunde, wenn's blöd läuft, 20 Minuten drin in der Instanz. Und das ist dann halt schon ein erheblicher Unterschied. Weiß ich nicht. Wenn sie das halt mal vernünftig patchen würden, dass du halt, ich hab kein Ziel. Dass das halt abhängig der Bosse machen, die EP, dann wäre das halt ein bisschen cooler. Das Problem, was ich sehe, wenn das Blizzard irgendwann machen sollte, dann gehen sie den dummen Weg und nerven einfach die Instanzen, wo es gute EP kriegt, für wenig Bosse runter und lassen den Scheiß genauso, ne? Und dann hast du halt auch nichts gewonnen. Na komm, mach hin. Was ich auch gesehen habe, die basteln ja, es wird ja jetzt ein neuer König der Löwen-Film aufgelegt, ne? Aber halt nicht mehr in diesem Comic-Style, sondern quasi mit, quasi ein bisschen hochwertiger gebastelt. Hab da nur so einen Trailer gesehen, der sah eigentlich auch ganz cool aus. Ja, das ist so gerade der Trend, diese Disney-Filme, die alten klassischen in Realverfilmungen umzuwandeln. Also gut, von der monetären Sicht ist es natürlich clever, du hast einen Haufen Anhänger, das hat jeder als Kind geguckt, ne? Und da findest du halt bestimmt noch einen großen Markt an den Leuten, die sich jetzt da nochmal angucken. Ich brauche ein Ziel. Ob man das braucht, ist halt die andere Sache, da eine Neuverfilmung, oder ob man sich nicht einfach das alte angucken könnte. Bin bei Neuverfilmung eh immer skeptisch. Also gut, ich habe die Spider-Man nicht alle gesehen, ne? Aber ob man innerhalb von 10 Jahren 3 Spider-Man-Filme drehen hätte müssen, also 3-mal das gleiche quasi, weiß ich nicht, ob das notwendig war. Und das waren glaube ich sogar unter 10 Jahre. Ich habe ja nur die mit Tobey Maguire gesehen, die Anfang der 2000er waren, und dann haben sie ja glaube ich nochmal 2 Stück hinterher geschossen, mit nochmal 9 Schauspielern quasi. Also irgendwie ganz komisch. Ja, und der letzte, der jetzt kam, der war ja dann zum ersten Mal dann von Marvel selbst. Waren die anderen nicht von Marvel? Nein. Okay, aber dann haben... Gut, die mussten ja die Lizenzen dann von denen kriegen. Von Sony oder so. Die hatten ja auch die Rechte an... Okay. Und Spider-Man, die waren nie von Marvel. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist. Im Marvel Cinematic Universe. Ach so, und deswegen haben die dann nochmal neu gedreht, oder wie? Genau, und jetzt der letzte Spider-Man spielt erst im Marvel Cinematic Universe. Ah, weil ich hab mir schon gedacht, warum hauen die denn einen Spider-Man-Film mit 9 Schauspielern nach dem anderen raus, ne? Okay, das erklärt's dann natürlich. Stimmt, Amazing Spider-Man, ne? Dann Homecoming war jetzt der neueste, ne? Der zählt dazu. Die anderen scheinbar nicht. Du, ich habe bei den Filmen, bei diesen ganzen Superheldenfilmen, irgendwann habe ich da abgeschaltet irgendwie. Also, weil da kamen ja so viele. Also, das scheint ja alles schon ganz interessant zu sein. Ich habe jetzt aber diese ganz neuen schon gar nicht mehr gesehen mit Infinity War und wie sie alle heißen. Da, aber scheinen keine schlechten Filme zu sein. Aber ich glaube, du solltest davor die anderen Einzelteile gesehen haben, oder? Dass du das größere Ganze siehst. Ja. Also ich war richtig Fan von Infinity War. Ich habe das richtig gefeiert. Auch das Ende, weil es so überraschend war. Und jetzt auf Endgame, da freue ich mich sowas von.
Aber ich habe den auch mit Freunden zusammengeguckt in den USA, die kennen sich gar nicht in dem Universum aus. Und denen hat er tatsächlich nicht gefallen, weil die meinten, du wirst von einer Szene in die andere geworfen, du kennst keinen der Charaktere. Und für dich ist alles neu, ne, wenn du die nicht kennst, einfach. Und die waren einfach überfordert. Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Da sind ja so viele Einzelserien, die da dranhängen, oder? Was ist da hier quasi das mit Thor? Hast du, ne? Dann hast du Spider-Man, Iron Man hast du. Dann Green Lantern kam ja. Guardians of the Galaxy, genau. Dann hier Aquaman hast du ja auch, oder? Nee, das ist ganz anders. Ach fuck, Aquaman ist wieder mit Superman und Konsorten, ne? Schau, da fängt schon an. Captain Marvel war aber die Frau, ne? Genau. Okay. Soll ja jetzt ordentlich stark sein mit neuen Filmen. Mal gucken. Stimmt, da kam ja auch noch ein Film, ne? Ja. Jetzt vor kurzem erst der neueste. Und okay. Bei Infinity War ganz am Ende war sie halt so angeteasert worden als Rettung. Ne? Und deswegen. Ich muss nur noch mal kurz zum Eingang wegen Questabgabe. Ja, mach das mal. Ja, ich auch. Aha, da haben wir die ganzen Konsorten, die Dinger nicht abgegeben haben. Ja, mir hat noch eine Blume gefehlt. Schau, eigentlich sind hier genug drin, aber irgendwie klappt das nie so ganz, dass alle Blumen haben. Okay. Ja, vielleicht muss ich mir die mal alle angucken. Also, Iron Man habe ich mir, ich weiß gar nicht, zwei Iron Man habe ich, glaube ich, gesehen. Dings habe ich auch gesehen hier. Den Spider-Man habe ich nicht gesehen. Also es gibt wohl 20 oder 21 Filme. Wenn du das jetzt noch gucken willst vor Endgame, dann fang jetzt schon mal an. Okay. Ja, muss ich also mal gucken. Damals zu Guardian of the Galaxy 2, da waren es schon 24 Stunden, die man geguckt hat. Weil da war ich in so einer Kino-Special-Vorstellung von 24 Stunden nur Marvel. Aber ich hatte das gar nie so auf dem Schirm, dass Guardians of the Galaxy auch mit diesen Superhelden-Dings so zusammenhängt, ne? Bis dann diese Trailer zu Infinity-Dings da kamen, ne? Und die da mitgespielt haben, da dachte ich mir, okay, was machen denn die da drin? Ah, Flammenschnurr ist aber ganz, das ist ganz gut eigentlich vom Zeit-EP-Verhältnis. Aber es sind alles keine schlechten Filme, oder? An sich? Ja. Es gibt ein paar schwächere dabei, aber. Green Lantern ist doch sehr hieß es, dass der nicht so geil sein soll. Ja, Green Lantern ist auch DC. DC, ne? Ist das auch wieder DC? Aquaman, Batman und. Das ist alles DC. Ja, gut, Superman und Batman hätte ich, okay, das hätte ich erkannt, ne? Naja, jetzt ich out mich gerade als totaler Noob in dem Superhelden-Ding. Okay, also Superman, Batman war mir klar, ne? Gut, stimmt, Aquaman hängt auch mit denen rum, das war vielleicht peinlich. Green Lantern, das ist so ein Outsider, der ist irgendwie... Ja. Wonder Woman ist da noch dabei, bei DC. Aber haben die nicht auch irgendwie so ein... Bei DC haben die nicht auch irgendwie so ein... Dass dann alles zusammenläuft? Justice League, ne? Ich muss erst mal was anvisieren. Gab so einen Film, wo die alle zusammen waren. Okay. Zumindest ein paar. Aber was findet ihr besser? DC oder Marvel? Marvel ist deutlich. Okay. DC macht deren Filme ein bisschen seltsam. Also, sie versuchen immer auch düster zu machen, aber es funktioniert nicht so ganz. Gut, aber Batman hat halt schon was, ne? Ja. Gut, aber die neuen Batman-Filme habe ich jetzt auch nicht gesehen. Irgendwie bin mit diesen Superhelden-Dingen auch gar nicht mehr so drin, muss ich sagen. Du hast doch drei Bildschirme bestimmt, oder? Kannst ich habe drei Bildschirme WoW tatsächlich. Und dann einen Film anmachen. Das könnte ich tatsächlich machen, ja, das ist mir da mal wieder eins. Was ich mir angeguckt habe, also war auch schon eine Weile her, das war auch schon vor 2-3 Jahren, wo das Ganze mit diesen Superheldenfilmen losging, da habe ich mir ja mal die Iron Man Sachen angeguckt und glaube ich den ersten Thor-Teil. Und dann habe ich mir, da gab es so eine Serie, S.H.I.E.L.D. hieß das, die habe ich mir noch angeguckt. Die hängt ja auch in dem Universum drin, soweit ich das verstanden habe, oder? Ja, aber die sind nicht so wichtig fürs... Sind nicht so, auch nicht so erfolgreich, oder? Ja. Ich meine, da kommt ja nur dieser Coulson davor und sonst... Weiß nicht, ob da irgendeine Verbindung herrscht. Das kann also das sind auch schon eher die schwächeren Filme, die du jetzt so aufgezählt hast. Eine Iron Man 2 war schwach. Thor 1 geht so. Ja. Also jetzt so die letzten, die sind halt richtig gut. Hulk habe ich vergessen, fällt mir gerade ein. Hat Hulk auch, Hulk muss auch eigene Filme haben, ne? Zu weit weg. Ja.
Und so, wer ist die Black Widow oder wie die heißt? Doch kein. Ich habe gehört, die okay, soll was kommen, nicht. Aber ist auch einer von den. Und wer ist da noch dabei? Dieser Hawkeye? Irgendwas? Ja, Hawkeye, genau, den meine ich. Ich hätte fast Bullseye gesagt, aber das war ja beim Dart, das in der Mitte, ne? Das war jetzt auch wieder peinlich gewesen. Irgendwas mit Ei, ja. So, so, okay. Ich hab kein Ziel. Ach shit, ich muss die Mobs looten, ne? Das vergesse ich halt auch immer ständig. Ich muss erstmal was anvisieren. Jeder Aggro außer mir, wunderbar. Hauptsache Mobs gelootet. Die Typen müssen wir anquatschen, ne, dass wir die retten. Ja, vielleicht mache ich das mal, dass ich mir mal hinhocken diese ganzen Superheldenfilme angucke. Weil die ich gesehen habe, fand ich halt jetzt nicht schlecht, aber irgendwie. Muss halt mal schauen, ob die mittlerweile bei Amazon dabei sind. Weil ich habe, also was ich halt wenig Bock habe, dass ich dann für jeden dann 30 Euro oder so zahle, weil dann kommt halt schon einiges zusammen, ne? Auf die alten müssten ja mittlerweile irgendwo also dabei sein. Civil War war ganz gut, wo auch schon viele der Superhelden zusammenkommen. Mhm. Ja, auch teilweise gegeneinander kämpfen. Das fand ich auch schon richtig cool. Und Infinity War, das ist ein Muss, ne? Also, den habe ich jetzt glaube ich auch schon 7 Mal geguckt oder so. Siebenmal? aber dann auch im Kino mehrfach oder zu Hause? Nee, im Kino einmal. Ich brauche okay. Und zu Hause immer wieder in HD. Ich weiß nicht, ich bin glaube ich nicht der Typ, dass ich mich, ne, selbst wenn ich einen Film saugeil finde, dass ich dann sage, okay, bewusst, ich gucke jetzt den Film nochmal an. Sondern meistens halt, okay, früher war so, wo ich nur im Fernsehen gucken war, dass okay, der Film war gut, ah komm, den schaue ich mir nochmal an, ne? Aber dass ich mich jetzt hinhocke und sage, ich schaue mir extra mal den kleinen Film an, weiß ich nicht, irgendwie. Ja, mein Bruder muss mal anfangen mit Star Trek. Wie oft hast du den geguckt? Oh, das Reboot von Star Trek gefällt mir halt echt gut und weiß nicht, den habe ich jetzt locker über 20 Mal gesehen, bestimmt. Warte mal, ist das wieder einer von deinen Brüdern? Das wusste ich gar nicht. Du hast nur gesagt, der macht Schaden. Du mit deiner ganzen Family verschweigt mir das wieder. Star Trek Filme bin ich auch, ja. Also die alten Star Trek Filme kann ich mir gar nicht geben, aber ich finde das Reboot halt richtig gut. Also das uralte Star Trek kann ich mir auch nicht geben mit Captain Kirk und, ne, weil das halt so billig gemacht ist, aber ab Picard ist bei mir, ne, bin ich dabei. Ja, das klassische Star Trek ist halt einfach schon viel zu alt. Ja, leider. Die ganzen Filme mit Picard, die habe ich, glaube ich, so gut wie alle gesehen. Und dann haben die jetzt die neuen gemacht, wo hier die jüngeren Schauspieler alle sind und ja, da habe ich jetzt, meine ich halt mit den jüngeren Schauspielern. Da habe ich jetzt, glaube ich, zwei oder drei habe ich gesehen. Ich muss und denen war jetzt auch nicht schlecht. Nochmal komplett neu mit Captain Kirk dann aufgezogen wird. Genau, ja, genau. Das. Ja gut, diese ganz alten Serien, die kannst du einfach nicht angucken. Das ist halt einfach zu drüber. Ich brauche ein Ziel. Und Augenkrebs. Ja. Ich hab kein Ziel. Ich bin zu weit weg. Aber irgendwie bin ich jetzt bei den Star Wars Filmen bin ich nicht mehr so gehypt, muss ich sagen. Da war früher irgendwie so die neuen. Ich finde die jetzt nicht ganz schlecht, ne? Aber da ist weiß ich nicht. Geht mir auch so. Ich muss erstmal was anvisieren. Das ist irgendwie abgeflacht, keine Ahnung. Ja. Mit den Teilen, mit den anderen drei Teilen, die zuvor rauskamen, die fand ich irgendwie cool. Aber jetzt die neuesten irgendwie kaum mitverfolgt. Naja. Vor allem, die haben da jetzt auch ziemlich viel rausgehauen, ne? Also die schlachten das Franchise halt schon ganz schön aus. Solo, oder wie der hieß, der hat ja wohl auch gefloppt, ne? Den habe ich tatsächlich gar nicht gesehen, ne? Also wie ist der andere, Rogue One? Oder Rogue so? One, der Rogue war One gut. War ehrlich gesagt doch gar nicht so schlecht. Weil da ist das auch wieder ein Ende, womit du nicht rechnest. Ne? Oder nicht so in der Form, zumindest habe ich nicht damit gerechnet. War Rogue One auch einer von den Nebenfilmen? Weil diese Nebendinger habe ich immer nicht gesehen, muss ich sagen. Ja, den habe ich auch nicht. Den muss ich mir mal angucken. Also den kann ich empfehlen, der war gut. Okay. Rogue One. Solo weiß ich nicht. Hab ich so Schlechtes von gehört. Aber eigentlich stelle ich mir halt unter Solo schon ein gutes Konzept als Film vor, weil der Charakter halt einer der interessanten ist, ne?
Das Konzept an sich war gut, aber mir hat er nicht so gefallen, weil er sich gefühlt nur so lang gezogen hat. Okay. Also mich hätte schon die Vorstory mit ihm und Lando Calrissian und so, das hätte mich halt schon interessiert, ne? Ich denke mal, das ist ja Teil des Films, oder? Oder kommt der da gar nicht vor? Ich habe nur gesehen, dass Chewbacca auch dabei war. Ja gut, also wenn du einen Solo-Film machst, dann muss ja fast vorkommen, wie er und Chewbacca sich treffen, oder? Anders geht's ja nicht. Also wenn das nicht drin ist, dann kannst du den Film ja echt vergessen. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich habe halt gehört, dass da die Origin-Story von den beiden kommt, die sich kennenlernen, soll wohl echt cool sein, aber der Rest so überzeugend. Oh, krieg die irgendwie nicht hoch. Ich bubble mal, da haben alle anderen jetzt ein Problem. Ah. Ja, super. Okay, das war vielleicht dann. Hi, Agu. Ja, ich dachte, die Ds kriegen halt auf den Sack und nicht du. Jetzt habe ich keinen Heiler mehr, na super. Scheiße, das war keine gute Idee. Hey, jetzt bin ich wieder da. Du, jetzt bin ich tot. Ja, anscheinend waren nur. Ich glaube, nur wir beide waren da oben, ne? Ja, ja. Also, mein Plan war halt, dass jetzt der nächstbeste Gammel-DD hier Akku kriegt, der stirbt und wir überleben. Das war mein Plan eigentlich, aber der ging nicht so ganz auf. Ja, war nicht so clever. War ein Versuch wert. So behandelst du deine DDs. Ja, man muss halt Prioritäten setzen, ne? Boah, das war schlimm, wenn er den Dunkelmond-Buff immer hat, ne? Da opfert er alle. Hauptsache der Buff bleibt bei ihm. Du musst Prioritäten setzen. Weißt du, wie lange ich laufen muss, bis ich den dummen Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff wieder hab? Man muss halt lieber die anderen opfern. Du musst halt die Wichtigkeit der Leute einschätzen können. Weißt du, wenn der Tank stirbt, dann sind danach die DDs auch tot, aber wenn du es halt regeln kannst, dass du nur einen DD opferst, dann geht's halt. Dann kommt die Gruppe trotzdem durch. Wie ist das Spruch von Spock? Irgendwie hier. Ah, ich bring's nicht zusammen. Das Wohl von mehreren das steht Wohl über dem Wohl der Einzelnen steht oder irgendwie über so. Dem Wohl eines Einzelnen. Ja, siehst du irgendwie so. Okay, da weiß jemand den Spruch besser als ich. Ich kann mir sowas eh nicht merken, so kurz. Ne, ich bin damals noch mit den alten klassischen Star Treks aufgewachsen. Ah, okay. So alt bist du schon. Nee, das hat eher mit meinem Vater zu tun. Der ist in dem Alter gewesen, dass ich noch mit Leonard Nimoy als Spock. Ich denke mal, die Alten waren zu der Zeit schon auch cool, aber wenn du es halt heute anschaust, es ist halt, kannst es halt nicht so, also ich zumindest, ich kann es halt nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Wenn ich also jetzt du kannst sie nur noch als Komödie anschauen. Ja, das ist es halt leider. Wenn du mal richtig lachen willst, dann schau dir den Kampf gegen den Gorn an. Ja, den kenne ich. Das ist der schlechteste Kampf im Filmuniversum. Den kenne ich, dieser Gummidino, wo er so ganz billig draufhaut und er dann den Stein hochwirft und auf diesen Gummidino, ach ja. Hallo. Also, richtig gut. Weil du musst eigentlich denken, das mit Picard ist ja jetzt auch schon, das war ja 90er, ne? Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, aber das kannst du halt immer noch angucken. Bei dem Sci-Fi-Ding fand ich eh immer Stargate, da war ich ein Fan von, auf jeden Fall. Das habe ich mal richtig gesuchtet. Oh, Gold Dragon, hey, ich grüße dich. Jetzt hatte ich mich gerade für 5 Sekunden gefreut, dass ich endlich Vampirberührung bekommen habe. Und dann? Ja, und dann stelle ich fest, dass die Gegner leider zu schnell sterben. Ja, das ist im Low-Bereich echt der Fall. Als Shadow und als Dotlock, du würdest Schaden machen, aber ne, die Mobs sind halt zu schnell tot. Das lohnt sich halt wirklich nur bei den Bossen. Das ist halt ein bisschen blöd. Ja gut, als Priester bleibt dir nur keine andere Skillung übrig, um Schaden zu machen. Das ist richtig, ja. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Also ich habe schon Holy Priest auf Platz 1 gesehen. Ich ziehe die ganze Truppe weg. Raus, ne? Also bleibt im Raum stehen, in der Küche.
Fuck, hab ich alle gekriegt jetzt, okay. Ihr habt ja auf dem Weg schon. Ja, weil das lief gerade nicht so wie geplant. Aber ich kann ja bubbeln, ne, notfalls. Ja, genau, fängt das schon wieder an. Dann hat halt irgendwer anders ein Problem. Wer kicken kann, darf das gerne tun. So, warte. Komm schon. Nein! Ich bin tot! Ich hätte bubbeln, aber ich hatte noch Bubble auf CD. Ja, lauf ich jetzt rein oder lasse ich mich retzen? Kriegt ihr die? Ach komm, ich lauf rein, das geht wahrscheinlich schneller. Du hast mit Boss gepullt? Natürlich, alles! Das ist Standard, das ist ein Standard-Pull. Was denkst du denn? Ich dachte jetzt. War ein Fehler, mich hier als Heiler zu melden, ey. Ist ja Horror, ey. Wie soll ich das denn schaffen? Ich schaff's sogar, out of Mana zu kommen, weil ich mitheile. Eieieiei. Ja, wenigstens krieg ich die EP jetzt noch, weil ich reingelaufen bin. Oh, du droppst jetzt auch ein bisschen. Ich hab die Mobs noch gar nicht tot hier. Alter. Boss lebt ja noch hier. Bin ich auch out of Mana. Ich hab noch was mitgebracht. Du meinst, dass uns nicht langweilig wird? Nee, wir sind eher so hier nur den Boss, den wollen wir. Ach, jetzt kommt das Erdelementar, ne? Jetzt kommt das. Ich bin gerade auf Cooldown gegangen. Ach ja, ja. Sorry. Das war sein Geschenk zu Ostern, der Pull. Warte mal, stimmt. Ist ja jetzt hier, ne? Ich hab kein Ziel. Ist eigentlich das Osterfest wieder? Ja, am Montag ist es wieder. Warum ist denn der Typ grau bei uns, dieser Warg? Ich muss erstmal was anvisieren. Der ist halt nur Level 20. Irgendwie haben sie den nicht erwischt mit dem Level-Scaling. Das kann ich nicht angreifen. Ja, ab Montag kann man wieder Ostereier sammeln. Und es gibt ein neues Toy, das man hier holen will. Ja, mal gucken. Apropos Toy. Ich brauche ein Ziel. Jetzt kommt's. Kommt da noch was? Ja, nee, ich habe jetzt nur der Cooldown von meinem Toy, für das ich extra Geld bezahlt habe. Ach, dieses Ding, was du stellen kannst, wo du dann dich in so einen Boss verwandelst, meinst du das? Ja, genau. Das ist richtig nice. Das muss ich mir auch noch holen. Hatten neulich viele im Raid, wie heißt das denn? Oder einer hatte das. Ich muss erstmal was anvisieren. Cool. Transmorpher-Signal ist das. Genau, ja. Da stellst du so ein Teil auf und das kann jeder anklicken, dann wirst du halt so zu einem der Bosse. Also da kannst du halt wirklich alles Mögliche werden. Das sieht schon richtig cool aus. So, jetzt probieren wir das mal hier nochmal mit Boss. Zeigt, was ihr könnt. Ihr seid die Beute. Letztes Mal hat der Heiler gesagt, ja, bleib ruhig in der Void schon stehen, ne? Dann bin ich gestorben. Dachte mir auch, ja, danke. Oh, ich wurde gekickt. Ungünstig, hast du dich inline lassen? Oh, ich auch, ich wollte mich selber heilen. Ich müsste mal gucken, also ich kann mich ja eigentlich um 100% hochheilen, solange ich keinen Damage kriege, ne? Also wenn ich weglaufe von den Mobs und das Ding benutze, dann dürfte das eigentlich schon gut abgehen. Ich habe ja noch ein paar andere Zandalari-Fähigkeiten. Falsch. Das hier. Ich brauche ein Ziel. Bei den Hortlern war das Quest abgeben hier, ne? In dem Raum. Ja. Kurz warten. Ach, du musst so einen Schrein erst auswählen, welchen Lore du willst. 5 Tage Abklingzeit, heilige. Und die werden wahrscheinlich nur in Zandala sein, diese Lore-Schreine. Ja, leider schon. Lohnt sich das? Das ist, ich hab's auch noch nicht gemacht. Für Sylvanas. Ja gut, wir haben jetzt keinen Pottstein da mehr, ne? In Zandala. Also, weiß nicht, ob wir da jetzt irgendein Portal noch hin haben oder ob wir da irgendwie hinkommen können. Ich weiß gar nicht, ob man über den Portalraum das schon nutzen kann, weil wir von da kommen. Bleib mal hier stehen, dass du mich heilen kannst, wenn wir so ein Rare auch noch an den Hacken. Ja, ich hab dich. Der Portal. Du hast mich gut. Gut, dass also du das sagst. Wieder Fuck.
Was ist er hier? Einmal mit Profis. Also der Portalraum geht, schreibt hier gerade der Flow. Dann glauben wir dem Flow mal, dass das geht. Interessant. Also meint ihr jetzt, dass wir durch Innis schneller fahren als durch Questen? Ich muss erstmal was anvisieren. Ich denk schon. Ich brauche ein Ziel. Kann die Achievements. Ich muss erstmal was anvisieren. Das Ziel kann ich nicht angreifen. Mal gucken, was ich noch alles machen muss, ne? In Kalendor sind es halt echt viele Gebiete. In Östliche Königreich ist es halt nicht so viel, sind es nur 3. Ich brauche ein Ziel. Scherbenwelt. Ich muss erstmal was Nagrand und Terrokar. Was wird denn bei dir nicht mitgezählt? Nur die Quests oder auch noch viel mehr? Nee, die Dingsgebiete hier. Also ich habe quasi die im Achievement-Bereich, ne, habe ich die ganzen Erfolge drin. Wenn ich aber aufs Meta drücke, dann habe ich das Meta-Achievement zwar abgeschlossen, aber die Unter-Achievements nicht. Und wenn ich dann auf der externen Seite gucke, dann werden die nicht mitgerechnet, dass ich die noch brauche. Aber für die Punkte habe ich alle in-game. Aber das klappt dann halt im Forum nicht und dann halt auch WoW Progress wird es halt auch nicht angezeigt dann quasi. Weißt du? Theoretisch wäre es vollkommen egal, wenn Allianz und Horde gleich viele Achievements hätten. Dann wird nämlich einfach mein Ali-Char angezeigt auf WoW Progress und gut wär's, ne? Aber das ist ja leider nicht der Fall, weil Blizzard es halt nicht hinkriegt, auf beiden Fraktionen einfach gleich viele Erfolge zu machen. Weiß ich nicht, warum sie so einen Käse machen. Wenn ich jetzt mir dann wieder einen Raid oder irgendwas suche, wäre ich halt schon ziemlich weit oben und dann wäre es halt fast ein bisschen schade, ne? Jo, Lexi, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Weißt du, jetzt bei dem Boss schmeißt er sein Erdinventar, ne? Wissen wir schon so einer. Weißt du, wir so einen großen Pull, wo wir 10.000 Mobs haben, da wäre das Erdinventar halt richtig super, ne? Und hier, Single Target. Hatten wir doch gerade nicht. Ihr stellt mir nur meine Zeit. Ja, du weißt ja nicht, was da oben noch kommt. Ja. Die Räume jetzt sind recht klein. Hol alles einfach zum Boss, dann sterben wir und dann bist du schuld, weil du dein Erdinventar geopfert hast. Ich hab kein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Lacht dann noch hier. Die ganze Erdinventar am Tag und hau auf das Erdinventar, ne? Na wunderbar. Ich brauche ein Ziel. Bist du jetzt eigentlich der Bruder, der auch mal mitgeradet hat oder mitradet? Oder bist du ein anderer? Nee, ist schon richtig. Ich bin also Hunter, oder? War das der? Genau. Ich habe ja mit meinem Hunter vor kurzem auch noch ausgeholfen bei Draenor rumfliegen. Ah ja, okay. Da, er hat dann sogar denselben Namen in-game. Das ist Christ. Genau, von meinem Hunter derselbe Name. Okay. So langsam merke ich mir das. Mal gucken. Nimmst du oben eigentlich jetzt dann die zwei Dicken mit oder springst du links an der Seite direkt zum Boss rüber? Ich pull den Boss rüber. Theoretisch kommt er alleine, aber meistens macht er unten seinen Cast und dann will ich ungeduldig lauf runter und nimm die einfach mit. Aber theoretisch kannst du den einfach Range pullen und dann kommt er halt hochgelaufen, ne? Bloß fängt er dann auf dem halben Weg immer an, seine dumme Kalone zu casten und dann kannst du halt überlegen, ob du jetzt wartest oder ob du einfach runterläufst und ob du die Mobs mitnimmst. Ja gut, das ist der Grund, warum ich meistens direkt zu ihm rüberspringe. Das kannst du natürlich auch machen, ne? Aber das kriegen in den seltensten Fällen alle hin und deswegen, ne? In den allerseltensten Fällen. Ich muss erstmal näher ran. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Macht halt seinen Shit. Komm, lass runtergehen.
Ich muss erstmal was anziehen. Ach, pull doch nicht die anderen noch dazu hier. Eieiei, jetzt haben wir alle. Extra LP. Das Nice ist, ich habe jetzt halt schon meine zwei Kicks, ne? Das ist halt echt ganz nett. Nicht so wie beim Druid, wo du mit Level 70 dann den Kick kriegst. Zumindest vom Tank. Ja gut, okay, selbst wenn du so einen kleinen Schaden kriegst, brichst du instant ab. Ich glaube, die Heilung kann halt schon recht stark sein, ne? Wenn du es halt schaffst, schnell wegzukommen und dann die Heilung zu drücken. Aber beim Paladin ist bestimmt auch praktisch Bubble und dann das Ding. Wunderbar, wieder Level up. Bubble darf man als Tank gar nicht erst in den Mund nehmen. Ich will es ja nicht in den Mund nehmen, die Bubble. Ne? Ich weiß nicht, was du damit sonst so machst, aber ich nehme die nicht in den Mund. Du weißt, was ich meinte. Ich weiß, was du meintest, aber das Bild ist trotzdem ein bisschen verstörend von dem her. Sodala, mit der Stunde müssten wir durch sein. Dann hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Teda, bis zum nächsten Mal. Ciao.